Aber es ist halt auch nicht so mega effizient, so ein paar Hellions gegen Banelinge zu traden. Wow, und hier haben wir eine kleine Tank-Squad von Tolor, auch sexy. Tanks, die hier irgendwo unterwegs sind, dann... Wow. What the fuck? Tanks mit 4 Armor? Also normalerweise wären die, hätten die Palinge den Tank, mindestens den einen Tank auf jeden Fall vernichtet. Aber 4 Armor? Wow. Gegen 0-0 Zerglinge? Diese Tank-Squad ist scarier, als ich dachte. Diese Tank... Guckt euch diese Tanks an. Der kriegt ja kein Damage. Der tankt wirklich. Zum ersten Mal. Ich weiß nicht, was abgeht, aber vielleicht sollte ich auch Mac spielen. Also Tolor... What? Der Tank lebt immer noch. Oh mein fucking Gott. Dieser Tank, der kriegt 0 Damage von den Lingen. Der kriegt überhaupt keinen Damage. Kein Wunder, dass die Hellbits so verdammt stark sind. Die haben auch Armor. Oh mein Gott, dieser Tank. What? Was geht denn bei dir mit diesem Tank ab? Okay, keine Ahnung, was mit mir abgeht. Aber ich habe scheinbar keine Ahnung von Terraner. Aber diese Tank-Army einfach im Dauerfeuer-Mode, die rastet förmlich aus. Selbst Linge können überhaupt nichts dagegen machen. Und Linge ist eigentlich schon gut gegen Tanks im Surround. Ja. Aber es ist natürlich auch schwer, wenn man sieht, der Zerg hat halt 0 Upgrades, ja. Aber Wahnsinn! Diese Tanks sind so krass, ey. What? GG, well played. Ja, Ladies and Gentlemen, der Einzige, der noch in Red rumfliegt, wie Akne Kai. Also wer sich jemals gefragt hat, ob Upgrades gut sind, da habt ihr es. Upgrades sind gut.